Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe jetzt nochmal hier ein bisschen mich umgeschaut, habe auf der Karte hier was bemerkt, denn wir sind ja immer hier lang gegangen. Warum sind wir eigentlich nicht mal hier lang gegangen? Deswegen will ich das jetzt mal ausprobieren. Ich denke mal, das funktioniert, denn hier können wir auf jeden Fall näher an diese komischen Platten, die direkt über der Lava schweben, ran. Jetzt ist nur die Frage, wo genau sollen wir jetzt hier rüber? Und hier sind Tränke. Jawohl, die wollte ich haben. Die würde ich definitiv haben. Ich nehme alle Tränkchen mit hier. So, dann noch die zwei. Aber scheinbar. Doch, 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 doch. Hier ist eine Plattform. Genau. Das ist geil. Das ist richtig gut. Denn jetzt kommen wir hier weg vom Lava. Nein, nicht ins Lava. Oh Gott, nein. Wieso nur? Wieso? Wieso habe ich das verdient? Wieso? Okay, weil ich doof bin. Weil ich es einfach nicht drauf habe zu springen hier in diesem Spiel. Deswegen mussten wir jetzt noch einmal sterben. Ein einziges Mal war das jetzt das letzte Mal. Oh Gott, hör auf mit solchen Versprechen, Raffi. Tu das nicht, tu das niemals wieder. Niemals. Okay, alles klar. Jetzt sind wir hier oben und dürfen uns jetzt hier nochmal diesen Trank schnappen. Ich weiß, was auch immer dieser Schalter jetzt bringt. Aha. Okay, es ist wohl doch nichts in einer Stadt, es ist wohl doch was anderes. Interessant. Also die Kugeln müssen bestimmt in diese komischen Teile hier rein, ne? Okay, und die Teile kann man bestimmt verstellen, nehme ich an. Wo wollen wir denn die Kugel reinhaben? Also auf jeden Fall muss das hier gedreht werden. Dann kommt die Kugel. Dann geht die Kugel hier. Roll, 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 roll. Dann geht die Kugel da. Roll, roll, roll. Dann rollt sie da und dann rollt sie dort rein. Aber will ich die Kugel da drin haben? Keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Hopp. Roll. Okay. Nee, ne? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich will die Kugel scheinbar da rein haben. Ja, dann in diesem Fall muss ich auf jeden Fall, keine Ahnung. Moment. Ja, dann muss ich das hier einfach drehen. Dann rollt die nämlich wieder auf diese Seite. Und wo will ich denn da die Kugel rein haben? Ich weiß es doch gar nicht. Woher soll ich das denn wissen? Hier lang und dann da lang und dann geht sie wieder zurück. Verdammte Kacke. Nee, ich will die Kugel wahrscheinlich höchstwahrscheinlich da rein haben. Gucken wir mal, ob das stimmt. Da steht ja gar keine Farbe oder sowas. Woher soll ich denn wissen, in welches Loch das rein soll? Ja, okay. Nö, nicht wirklich. Okay, wie bekommen wir die Kugel da drüben rein? Das müsste wahrscheinlich hier rein, auf jeden Fall. Okay, das Kugel rollt auf jeden Fall geradeaus. In diese Richtung macht keinen Sinn. Also muss es schon mal stimmen hier in diese Richtung. Dann prallt sie hier ab. Die kann aber auch da abprallen. Dann kann ich sie nämlich in diese Richtung bringen. Dann kann sie hier rumrollen, da rumrollen und hier reinrollen. Genau so, weil ich sie. Ey, springt doch! Genau so könnte es funktionieren. Probieren wir es nochmal. Okay. Damit bewegt sich hier hinten eine Plattform. Ob das denn das Einzige ist, was ich hier erledigen muss, weiß ich natürlich überhaupt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Moment mal, jetzt ist die, ja, die Kugel eine andere Farbe bekommen, oder? Jetzt muss ich natürlich dann wahrscheinlich die hier nehmen. Probieren wir das nochmal. Dann hier lang. Hier lang und hier lang, genau. Kugelkegeln, der neue Sport. Ja, jetzt hat die Kugel definitiv eine andere Farbe.
Passt zu dem Loch da hinten auf jeden Fall. So. Oh ja, da freut mein Herz. Springen, springen, springen. Das habe ich ja so gern. So, und jetzt sollten wir die letzte Kugel haben. Genau. Die haben wir. Wie haben wir die reinbekommen? So rum, so rum, so rum. So rum und dann. Dann da rein. Genau. Einfach mal eins drehen und dann geht das schon. Alles klar. Roll. Hey, los. Erst geht sie hier rechts, dann da links, dann da rechts. Ja gut, es kommt je nach Perspektive dann immer drauf an. Auf jeden Fall haben wir die jetzt auch drinne. Perfekto. Also muss man das auf jeden Fall machen. Wir hätten nicht da irgendwo in der Lava auf den Plattformen stehen können und wären nicht weitergekommen. Das geht nicht. Wir kommen jetzt hier so schön weiter, schön weiter. Oh je, oh je, oh je. Okay, was ist das für ein komisches Teil? Soll ich das einsammeln? Sammeln wir es einfach mal ein. Hervorragend! Das ist ein magischer Offensivschild, den ich ab sofort bestens in Nahkämpfen einsetzen kann. Allerdings dient er nur dem Angriff. Er bietet mir keinen Schutz vor den Waffen meiner Feinde. Oh, ein Angriffs-Offensivschild. Ah ja gut, ein Offensiv. Offensiv ist ja quasi Angriff, denn Defensive wäre ja die Verteidigung. Jetzt will ich mir das ganz kurz mal anschauen. Abwehr- und Angriffsmodus. Okay, dann nehmen wir das einfach mal und lass uns mal überraschen, falls wir denn in irgendwelche Nahkämpfe demnächst kommen. Nein, ich will da nicht wirklich runterfliegen. Ich habe heute keine Lust, gerade zu baden. Oh ja, genau. So, werden wir das schaffen oder werden wir hier gnadenlos im... Nein, wir werden es schaffen. Ich bin besser geworden, auf jeden Fall. Ich mache hier die wahnsinnigsten Sprünge und überlebe das. Ja, das ist Kunst. Nicht. Okay, wo geht's weiter? Immer der Nase lang. Immer der Nase lang. Komm, setzen wir einfach mal spaßeshalber diesen komischen Zauber ein, oder? Wollen wir es machen? Yay! Cool. Wie lange bleibt er denn? Ich weiß ja nicht. Oh, ich will ihn nicht töten. Nein. Geh weg, Zauber. Geh weg, Zauber. Du musst weggehen. Ich will die nicht, dass sie angegriffen werden und ich dann, keine Ahnung, speichern. So, komm, komm. Na gut, okay, egal. Hallo? Nun, junger Freund. Ohne meine persönliche Erlaubnis betritt niemand unsere Heimatstadt Schachtown. Ja, dann red. Was willst du? Hey, halt! Niemand darf Schachtown ohne meine Erlaubnis betreten. Entweder du tust mir einen sehr großen Gefallen, um dir das Zutrittsrecht zu verdienen, oder du kannst gleich wieder dahin gehen, woher du gekommen bist. Solltest du Schachtown mit deinen eigenen Augen sehen wollen, dann solltest du mir eventuell bei folgendem Problem behilflich sein. Vor zwei Tagen wurde eine unserer Karawanen hier ganz in der Nähe von diesen hinterhältigen Feuergesichtern angegriffen. Es gelang unseren Männern zwar, ihr Leben zu retten, aber ihre Waren liegen teils immer noch kreuz und quer dort draußen verteilt. Wahrscheinlich sind die meisten wertvollen Dinge darunter inzwischen eh schon eingesammelt worden, aber was ich noch unbedingt aus diesen Kisten brauche, sind mehreres Drosen. Das sind spezielle Steine, die wir zu einem bestimmten Zweck brauchen, über den ich dir aber nichts sagen kann. Wenn du es schaffst, es mir 7 davon zurückzubringen, dann werde ich sehen, was ich hinsichtlich einer Zutrittsgenehmigung für dich machen kann. Ich habe 12 oder so. Da du es geschafft hast, mir die Drosen zu bringen, hast du ab sofort das Recht, Schachtown zu betreten. Möge es dir in der Wiege des Handels immer gut ergehen. Hey, Wache! Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh zum Handelsmeister und überbringe ihm die Nachricht, dass dieser Steamer Dreamer hier in die Stadt eingelassen wurde. Bin schon dabei.
Oh oh. Irgendwie traue ich den nicht. Und ein... Ja, Boss. Beeil dich gefälligst, sonst könnte es passieren, dass unser Gast vor dir dort ist. Komm, wir versuchen vor ihm dort zu sein. Nein, okay, mach mir nicht. Okay. Endlich bin ich in Schachtown. Es hat ja ganz schön gedauert, bis ich hier war. Hoffentlich kann mir hier jemand sagen, wo Helmataros mittlerweile zu finden ist. Eigentlich müsste auch Fredo, mein alter Bekannter aus dem Hive, hier leben. Ich denke, ich sollte mich mal nach ihm erkundigen. Er würde mir sicher helfen. Okay, Fredo. Fredo, wo bist du? Fredo, bist du Fredo? Nein. Seid ihr Fredo? Nein. Wer bist du? Ich kümmere mich hier um die Pop-Pops. Bitte geh nicht zu nah ran. Es ist ganz schön gefährlich, wenn sie mit ihren Füßen herumstampfen. Okay, wir sind in einer Stadt angekommen, in Schachtown. Das bedeutet sicherlich, dass wir hier eine Reihe Quests erledigen müssen, die in Verbindung stehen, damit wir weiterkommen, nehme ich mal an. Das ist so das Übliche, wie das Spiel hier funktioniert. Niemand verlässt die Stadt. Ja. So, was haben wir denn hier versteckt? Kann man das töten? Nee. Wieso will ich immer alles gleich töten? So, auf jeden Fall haben wir hier auch eine schöne Übersichtskarte. Genau, hier sehen wir dann die Stallungen, wo wir jetzt schon entdeckt haben. Gehen wir mal hier erst nach links. Was haben wir denn hier? Was willst du denn hier? Ich dulde keine Fremden in meinem Haus. Raus! Okay, da kommen wir wohl nicht rein. Die duldet uns nicht. Haben wir hier noch irgendetwas? Was ist das? Eine Baustelle, okay. Hallo, junger Mann. Wenn du eine Eisenkugel hast, dann können wir zusammen ein Spielchen wagen. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall eine Eisenkugel. Interessant. Was ist mit dir? Ich kann hier jetzt nicht weitermachen, weil die Wand so hart ist. Man sagte mir, ich solle sie aufgraben, weil ein Rohr lecke. Dabei ist sie knochentrocken. Aber überprüfen muss ich das auf jeden Fall. Ich denke, um diesem Problem hier Herr zu werden, wäre etwas Explosives das Beste. Hast du vielleicht zufällig eine Bombe bei dir? Ja, natürlich habe ich eine Bombe. Ups. Hey, was ist denn jetzt los? Der Dampf wird weniger. Bei meinem Nierenstein, da muss irgendetwas kaputt sein. Oh oh. Au, Backe. Das ist jetzt aber ordentlich schief gegangen. Jetzt hat das Zuführungsrohr für das Dampfbad ein riesiges Loch. Großartig. Du solltest mir mit deinen tollen Hilfsmitteln dabei helfen, das Rohr in der Wand zu reparieren und nicht es ganz und gar kaputt zu kriegen. Weißt du was? Den Schlamassel darfst du jetzt ausbaden. Ohne deine blöde Bombe wäre das jetzt alles nur halb so schlimm. Ohne meine blöde Bombe würdest du jetzt hier noch tagelang stehen und wärst überhaupt nicht weitergekommen, Mann. Ach. Okay. Ich habe immer noch diesen komischen Schutzschild. Nein, hey, so nicht. Ich habe die Bombe nicht gelegt. Das warst schließlich du. Nix da. Ey, was ist denn hier los? Im Dampfbad gibt's keinen neuen Dampf mehr. Was stehst du da und schaust mich an? Hast du noch nie einen alten Mann gesehen? Na, tu lieber was. Ich war's nicht. Er war das. Es war seine Bombe. Eine Bombe? Bist du des Wahnsinns? Was machst du denn hier mit Bomben? Du solltest besser schauen, ob du das Loch in den Zugangsröhren für den Dampf mit irgendetwas verschließen kannst. Aber ich... Schon gut. Vielleicht war ich gerade etwas grob zu dir, aber alte Männer sitzen nun mal nicht gerne frierend in der Gegend herum. Wenn du es schaffst, das Rohr ordentlich zu reparieren, dann sollen wir das auch eine kleine Belohnung für dich wert sein. Okay, dann reparieren wir das mal und... So schwierig für dich? Ha, lass ich nicht lache. Sieh zu, wie du jetzt das Rohr reparierst. Und die Schaufel kannst du dir auch gleich nehmen. Die brauche ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Da drückt er sich einfach dann jetzt, oder wie? Ja, du bist mir einer, kannst dich mal
Hier, vergraben von mir aus. Ich begrab den jetzt einfach, ich vergrab den. Ich will noch ein paar Bomben legen. So. Wo müssen wir jetzt genau hin? Was haben wir jetzt schon entdeckt? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Baustelle hier unten im Mac. Das müssen wir uns merken. Den Spielplatz, wo wir die Kugel brauchen auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, womit wir das Loch stopfen können. Aber mit was können wir denn das Loch stopfen? Wer ist das denn? Hallo Melvin. Ah, Fredo. Schön, dich wohlbehalten wiederzusehen. Wie du dir wahrscheinlich denken konntest, habe ich es auf deinen Rat hin geschafft, aus dem Hive herauszufinden. Glücklicherweise habe ich mich auch bald danach einer Schachkarawane anschließen können. Sie haben mich nach Hause transportiert, damit ich mein Bein auskurieren konnte. Jetzt bin ich aber wieder topfit und werde bald zu meiner nächsten Handelsreise aufbrechen. Ich habe übrigens immer noch eine Streitaxt, die ich damals im Hive gefunden habe. Warum nimmst du sie nicht als Zeichen meiner Dankbarkeit, weil du mir das Leben gerettet hast, als mein Geschenk an dich an? Schau dich doch einfach mal in der Stadt um. Vielleicht findest du etwas Interessantes. Hab ich jetzt eine neue Waffe bekommen? Oh ja, eine Streitaxt. Mächtige Nahkampfangriffe. Oh ja, das gefällt mir. Ein komischer, riesiger Diamant. Alles klar, ein Lichtchen. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen... Hast du nicht noch was zu sagen? Schau dich doch einfach mal in der Stadt. Okay, na gut. Er kann uns auf jeden Fall nicht weiterhelfen. So. Bist du auch ein Händler? Du siehst überhaupt nicht wie einer aus. Nee, ich bin nicht wirklich ein Händler. So. Dampfbad ist da oben. Interessant, okay. Gehen wir mal ganz kurz zum Dampfbad vielleicht. Oh je, das ist hier wirklich verzwickt mal wieder. Ist es dir schon gelungen, das Rohr wieder zu reparieren? Mir ist inzwischen ziemlich kalt. Ja, ist ja gut, ich beeil mich ja. Jetzt wird's aber ein bisschen frisch hier drinnen, findest du nicht? Ja, doch hockt ihr den ganzen Tag hier drin, oder was? Was ist das? Diese Pflanze sieht so aus, als hätte hier erst vor kurzem jemand gegraben. Okay, was will mir das sagen? Soll ich hier eine Bombe legen oder was? Ne, ich lege hier keine Bomben mehr. Ich höre gar keine einzige Bombe lege ich mir hier drin mehr. Okay, was ist mein Ziel? Ich muss jetzt mal hier einen Überblick behalten. Verschwinde hier, Kleiner. Okay, der hat irgendwas Wertvolles, was hier auf dem Tisch schwebt. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwie weglocken, nehme ich an. Wer ist das? Die Hausarbeit ist wirklich das Übelste, was man einem Schach auftragen kann. Schau nur, wie viele Goldmünzen hier herumliegen und poliert werden müssen. Was? Ich will auch Gold. Hier, gib mir Gold. Was ist das für ein Teil? Ein Eimer, okay. Was machen wir mit einem Eimer? Keine Ahnung, aber... Wir haben einen Eimer! Wir haben einen Eimer! Wuhu! So. Okay, nächster Raum. Wer ist das? Im Moment ist mein Ehemann auf einer wichtigen Handelsreise durch das vordere Gotos. Wir erwarten ihn erst in einigen Mondzyklen zurück. Alles klar. Nein. Okay, was ist das jetzt hier für ein Bereich? Ist es hier irgendwie der König oder so? Bestimmt, ne? Was ist das für ein komischer Kristall hier? Hä? Ein blauer Kristall, interessant. Ah, du bist also Melvin, der große Held, der sich getraut hat, die Drusensteine aus den verstreuten Kisten zu retten? Was du denn... Keine Furcht vor den Feuergesichtern? Nee, nicht wirklich. Wieso ist das immer noch an? Das hört ja nie auf, ne? Moment, lass mal kurz wegmachen. Was passiert? Okay, das geht anscheinend unendlich. Also wir machen das jetzt nicht an, denn wir sind hier in der Stadt und hier will ich einfach mal eine Ruhe haben von diesen Wumpe, 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 Wumpe. Ich bin Muller, der Handelsmeister. Eigentlich bin ich gerade ziemlich beschäftigt,
da der Wahltag immer näher rückt und Listart, mein Konkurrent, unbedingt meinen Titel will. Obendrein spielt Listart gern mal ein falsches Spiel. Wie ich erfahren habe, will er, sollte er wirklich Handelsmeister werden, seinem eigenen Bruder Zistorn die Handelslizenz entziehen. Du siehst, wenn er Handelsmeister wird, dann wird es schlecht um den Fortbestand der Schachtradition bestellt sein. Vielleicht kannst du ja auch ein gutes Werk tun und Zistorn mal dezent darauf hinweisen, dass sein Bruder ihm nicht nur Gutes will. Wie die Wahl funktioniert, willst du wissen? Ganz einfach. Jeder männliche Schach besitzt eine Wahlmünze, die er dem Kandidaten seiner Wahl gibt. An einem bestimmten Tag werden die Münzen jedes Kandidaten gezählt und es gewinnt der, der die meisten Münzen hat. Ich brauche noch genau 3 Wahlmünzen, um auf der sicheren Seite zu sein. Wirst du mir helfen, sie zu bekommen? Ja, komm, das werden wir machen, oder? Quest? Finde Thales? Nö. Finde heraus, wo sich die alte Stadt befindet? Aha. Besorge dir eine Eisenkugel, repariere die Dampfleitung, besorge 3 Wahlmünzen für Mulorn. Okay, dann besorgen wir mal die. Zum Glück bin ich von dem Oberwachmann dort draußen weg. Wenn sich jeder so wichtig nehmen würde wie der, dann hätten wir nur noch Handelsmeister hier. Okay, ach, ich dachte jetzt schon wieder, das wären Feinde. Oh, ich bin so paranoid. Nur ein kleiner Garten hier. Ein Durchgang, den ich nicht benutzen kann. Nee. Ja, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen alles absuchen, ne? 3 männliche, also brauchen wir, die noch nicht gewählt haben. Bist du männlich? Im Moment ist mein Ehemann. Nein, du bist nicht männlich. So, wen haben wir denn hier? Okay, hier ist nur ein großer Marktplatz anscheinend, oder? Hallöchen. Ich gebe dir ein paar brandneue Schuhe für nur eine einzige Goldmünze. Schlägst du ein? Okay, lass uns einen Deal machen. Halt! Du hast die traditionellen Handelsgebote gebrochen. Du hast dir die Waren ja nicht einmal richtig zeigen lassen. Das heißt, du wirst verhaftet und ab geht's ins Gefängnis. Was? Was, nur weil ich mir die Waren nicht vorher angesehen habe? Er war's. Er dort hat die Handelsgebote missachtet. Aber ich wollte mir die Waren doch gerade erst genauer anschauen. Ich habe lediglich meine Börse schon griffbereit gehabt. Sei still. Folge mir lieber, ohne Aufsehen zu erregen. Okay, jetzt bin ich verhaftet worden. Was geht hier ab, Alter? Nein. Aber egal. Jetzt sind wir erstmal hier gefangen und... Nutze deine Zeit gut, um unsere Handelsgebote zu lernen. Du wirst sie noch brauchen, wenn du länger in Schachtern bleiben willst. Okay, also ich wurde hier richtig verarscht. Aber wie es denn weitergehen wird, seht ihr in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen.